Willkommen zur Einführung in Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. Wir wollen uns hier nun HTTP anschauen, das Hypertext Transfer Protocol. Dabei handelt es sich um ein Protokoll, mit dem im World Wide Web kommuniziert wird, das heißt, mit dem insbesondere Webseiten abgerufen und verschickt werden können. Das World Wide Web ist eines von vielen Protokollen, die auf dem Internet aufbauen. Wir hatten uns im Video über das Internet schon angesehen, dass dieses Netz auf einem Schichtenmodell basiert. Auf der untersten Ebene gibt es den sogenannten Netzzugang. Das ist mehr oder weniger die physikalische Ebene, auf der geregelt ist, wie Daten beispielsweise über Kabel oder auch per Funk übertragen werden können. Um diese Ebene wollen wir uns hier in dieser Vorlesung nicht kümmern. Auf den beiden Ebenen darüber haben wir dann die Vermittlungsschicht und die Transportschicht. Die Vermittlungsschicht sorgt dafür, dass Datenpakete von einem Sender zu einem Empfänger gelangen können, während die Transportschicht dafür sorgt, dass die Datenpakete, die wir versenden, auch tatsächlich vollständig und in der richtigen Reihenfolge ankommen. Dass also die Nachricht am Ende gewissermaßen wieder intakt ankommt und vom Empfänger sinnvoll interpretiert werden kann. Auf diesen beiden Schichten aufbauend haben wir dann die Anwendungsschicht mit verschiedensten Anwendungen, die aufbauend auf den unteren Schichten von unserem Netz, also vom Internet, unterstützt werden. Ähnlich wie auch auf den unteren Ebenen sind hier wieder Verabredungen nötig, die klarstellen, wie die Kommunikation abläuft und wie Daten übertragen werden, damit der Empfänger etwas damit anfangen kann. Daher regeln auch hier wieder Protokolle, wie einzelne Dienste miteinander interagieren. Einer dieser Dienste, mit dem wir uns noch ausführlicher beschäftigen werden, ist das World Wide Web. Aber es gibt auch etliche andere und insofern ist das Internet nicht synonym mit dem World Wide Web, sondern es handelt sich tatsächlich um zwei verschiedene Dinge. Das World Wide Web ist also eine Anwendung im Internet. Eine andere Anwendung im Internet, die ihr sicherlich auch alle kennt und häufig schon genutzt habt, ist der Versand von E-Mails. Dabei handelt es sich um einen deutlich älteren Dienst. Das World Wide Web gibt es erst seit Anfang der 1990er Jahre, E-Mail schon 20 Jahre länger. Dieser Dienst verwendet eigene Protokolle für den Versand und den Abruf von E-Mails. Man kann zwar E-Mails auch mit einem Webbrowser als sogenannte Webmail abrufen, aber wenn ihr E-Mails beispielsweise mit eurem Handy oder mit einem speziellen E-Mail-Programm auf eurem Computer, einem sogenannten E-Mail-Client wie Outlook oder Thunderbird oder dem Apple-Mail-Programm abruft und lest oder verschickt, kommen verschiedene E-Mail-Protokolle zur Anwendung. Wenn wir eine E-Mail schreiben und diese verschicken, senden wir sie keineswegs direkt an einen anderen Benutzer. Wir schreiben die Mail zunächst auf unserem eigenen Gerät, also beispielsweise dem Handy oder dem Computer in unserem E-Mail-Programm. Von diesem Programm verschicken wir die E-Mail zunächst an einen Server, genauer gesagt den für unser Mailkonto zuständigen Ausgangsserver, der für uns den Postversand erledigt. Das ist gewissermaßen die Postfiliale, bei der wir unseren elektrischen Brief sozusagen erst einmal einwerfen. Von dort aus findet unsere E-Mail dann ihren Weg irgendwie zu dem E-Mail-Server des Empfängers, also einem Anbieter, bei dem der Empfänger sein E-Mail-Konto hat. Wie die Mail von einem Server zum anderen wandert, haben wir in Ansätzen im Video über das Routing gesehen. Normalerweise braucht uns das ebenso wenig zu interessieren wie die Frage, wie denn eigentlich der Brief von der Post nun bis in die Postfiliale der Stadt gelangt, in der der Empfänger unseres Briefs wohnt. Anders als bei der Post reitet nun aber kein Postbote auf seinem Fahrrad los, um den Brief zum Empfänger zu bringen, sondern die E-Mail bleibt schlicht und ergreifend auf dem Server des Empfängers liegen. Der Empfänger muss diese Mail dann abrufen. Uns erscheint es zwar häufig so, als würde uns die Mail automatisch zugestellt, aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Unsere Mailprogramme bieten aber die Möglichkeit, und das ist oft auch die Voreinstellung, in gewissen Zeitabständen, jede Minute oder alle 5 Minuten oder in welchen Intervallen auch immer, beim Server nachzufragen, ob Post eingetroffen ist. Im Grunde genommen rennen die meisten von uns also dauernd zur Postfiliale, um nachzusehen, ob es frische Post gibt. Wenn die E-Mail auf diese Weise vom Server abgerufen wird, landet sie schließlich auf dem Computer oder dem Handy des Empfängers, genauer gesagt in dessen E-Mail-Client. Diese Kommunikation der beiden Clients, einmal auf Sender- und einmal auf Empfängerseite, mit ihren jeweiligen Mail-Servern, sowie die Kommunikation zwischen den Mail-Servern, erfolgt üblicherweise über das sogenannte SMTP, das Simple Mail Transfer Protocol, das den Versand von E-Mails regelt und das für den Austausch von E-Mails zwischen Mail-Servern zuständig ist. Das begegnet euch manchmal, wenn ihr einen E-Mail-Account zum Beispiel in eurem E-Mail-Client oder auf eurem Handy neu einrichtet. Dort muss man dann den ausgehenden E-Mail-Server, und das ist dann in der Regel ein solcher SMTP-Server, angeben und manchmal taucht dieser Begriff auch in den Dialogen auf, sodass einem dieser Begriff vielleicht schon einmal begegnet ist. Zum Abruf von E-Mails, also auf der Empfängerseite, gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist das Post Office Protocol, kurz POP, mit dem man E-Mails abrufen kann. Dabei wird eine Kopie der E-Mail heruntergeladen, die E-Mail bleibt aber auf dem Server zunächst einmal liegen, kann aber natürlich auch gelöscht werden. Die zweite Möglichkeit ist das sogenannte Internet Message Access Protocol, kurz IMAP genannt. Dieses Protokoll zum Abruf von E-Mails hat einige Vorteile gegenüber POP, insbesondere wenn man mit mehreren E-Mail-Clients auf denselben Mail-Server zugreift, also zum Beispiel vom Laptop und vom Tablet und vom Handy aus.
Bei diesem Protokoll wird der E-Mail-Account ganz vereinfacht gesagt für alle Clients synchron gehalten. Aber an dieser Stelle wollen wir dann nicht in die Details gehen. Für das World Wide Web wird, wie eben schon angedeutet, das Hypertext Transfer Protocol, kurz HTTP, verwendet. Das dient also dazu, dass wir Dateien im Internet, im World Wide Web, sollte ich jetzt korrekterweise sagen, durch die Gegend schicken können. Wir können damit Dateien von Webservern abrufen, also das, was wir meist einfach als eine Webseite bezeichnen. Tatsächlich besteht eine Webseite meistens gar nicht nur aus einer einzelnen Datei, sondern aus vielen einzelnen Komponenten, wie zum Beispiel dem Text der Seite selber und Bildern, die eingebettet worden sind und uns als Bestandteil der Seite angezeigt werden. Auch Stylesheets, die dafür sorgen, dass die Webseite in einer bestimmten Weise angezeigt werden, gehören dazu. Und noch viele, viele andere Dinge, die da ebenfalls mitversendet werden. Auf viele dieser Dinge werden wir im Einzelnen noch zu sprechen kommen. Der Abruf einer Webseite ist also üblicherweise schon ein ganz schön komplexes Geschäft. Was passiert jetzt, wenn wir eine Webseite abrufen? Dann wird ein Datenpaket mit bestimmten Instruktionen in einem bestimmten Format von unserem Webbrowser, das ist der Webclient, auch hier haben wir es wieder wie bei E-Mail mit einem Client zu tun, der mit einem Server spricht, an den Webserver geschickt. Auf diesem liegt die Webseite, für die wir uns interessieren. Wir kontaktieren nun also diesen Webserver und teilen ihm mit, schicke uns bitte eine Datei. Das sagen wir mit der Instruktion GET. Da sich auf dem Server üblicherweise mehr als eine Datei befindet, müssen wir noch dazu sagen, welche Datei er uns schicken soll. Tun wir das nicht, schickt er uns immer eine Standardantwort. Wie die aussieht, hat der Betreiber des Servers festgelegt. Eine verbreitete Variante ist, dass wir eine Datei namens index.html zurückgeschickt bekommen. Was in dieser oder auch generell in irgendeiner spezifisch angefragten Datei steht, also der Inhalt der Webseite, interessiert uns an dieser Stelle noch gar nicht. In dem Beispiel hier auf der Folie wird die Datei Reviews Canon EOS 6D index.html abgerufen. Dieser Name besteht offenbar aus mehreren Komponenten, die durch Schrägstriche voneinander getrennt sind. Wir betrachten hier nur einfache Webserver, darunter verstehe ich solche, die lediglich Dateien ausliefern, die in deren Dateisystem gespeichert sind, im Gegensatz zu Webservern, die Datenbanken für ihre Inhalte nutzen. Bei diesen einfachen Webservern liegen in der Regel alle Dateien innerhalb eines bestimmten Ordners in deren Dateisystem, so wie auf unseren Computern Dateien ebenfalls in Ordnern organisiert sind. Innerhalb dieses Wurzelordners kann es Unterordner geben, in diesem Fall Reviews, die wieder Unterordner enthalten können, in diesem Fall Canon EOS 6D, die weitere Unterordner enthalten können und so weiter bis in beliebige Tiefen hinein. In jedem dieser Ordner können Dateien liegen. In diesem Fall liegt in dem zuletzt genannten Unterordner eine Datei index.html, auf die wir es hier also abgesehen haben. Das ganze Gebilde Reviews-Canon EOS 6D-index.html nennt man den Dateipfad. Er gibt den kompletten Weg vom Wurzelordner zu der gesuchten Datei an. Solche Pfade werden uns hier immer wieder begegnen, wenn wir selber Webseiten bauen. Diese Anfrage, GET und dann der Dateipfad, wird noch um einige zusätzliche Informationen ergänzt. So sagen wir nämlich als nächstes, dass diese Anfrage gemäß eines bestimmten Protokolls, eben des Hypertext Transfer Protocol, HTTP, in der Version 1.1 erfolgt. Das ermöglicht dem Empfänger, also dem Webserver, diese Nachricht so zu interpretieren, wie wir sie gemeint haben. Der Host, der hiermit angegeben wird, ist der Server, von dem die Seite abgerufen werden soll. In diesem Fall ist das der Webserver mit der Internetadresse www.meineseite.de. Wie wir im Video über das Internet schon erfahren haben, gibt es ein Verzeichnis, ein DNS-Server, mit dessen Hilfe diese Adresse in eine IP-Adresse aus Nummern übersetzt werden kann. Und im Video über das Routing haben wir uns angesehen, wie die Nachrichten das Ziel erreichen. Zu einer Anfrage gemäß diesem Protokoll gehören noch einige weitere Informationen dazu, die uns an dieser Stelle nicht näher interessieren sollen. Der Server schickt dann ein oder mehrere Datenpakete zurück, wozu er ebenfalls das HTTP-Protokoll verwendet. Dabei stehen dort aber natürlich andere Angaben drin, die wieder durch diverse Zusatzinformationen ergänzt werden. Außerdem schickt er uns natürlich den eigentlichen Inhalt der Webseite. Dabei erfährt der Client, der Webbrowser, auch, welche weiteren Komponenten in diese Webseite eingebettet sind, damit er auch diese nun anfordern kann. Dann tritt wieder unser Browser in Aktion, sorgt dafür, dass jetzt alle diese weiteren benötigten Ressourcen, wie beispielsweise die eingebetteten Bilder, geladen werden. Damit wissen wir nun ungefähr, wie die Kommunikation im World Wide Web funktioniert. Hier sind nun mehrfach die Begriffe Client und Server aufgetaucht. Dabei handelt es sich wieder um ein sehr häufig verwendetes Prinzip, das vielen Anwendungen, insbesondere auch Diensten im Internet, zugrunde liegt. Auf der einen Seite gibt es einen Server, auf dem im Fall des E-Mail-Servers Nachrichten, im Fall eines einfachen Webservers Dateien liegen, allgemein gesprochen irgendwelche Daten. Richtiger muss man sagen, dass ein Server einen Dienst zur Verfügung stellt. Ein Webserver stellt beispielsweise den Dienst zur Verfügung, Webseiten auszuliefern. Ein E-Mail-Server stellt den Dienst bereit, E-Mails zu speichern und auszuliefern. Auf der anderen Seite haben wir einen Client. Ein Client ist ein Programm, mit dem man einen Dienst nutzen kann, also eben zum Beispiel unser Webbrowser oder unser E-Mail-Client. Das Client-Server-Prinzip ist ein sehr verbreitetes Kommunikationsprinzip, mit dem viele Dienste im Internet funktionieren.
oder auch in anderen Netzen, denn es gibt auch andere Netze als nur das Internet. Eine Alternative zum Client-Server-Prinzip ist die sogenannte Peer-to-Peer-Kommunikation. Diese ist euch vielleicht schon einmal im Zusammenhang mit File-Sharing-Börsen beispielsweise begegnet. Sie wird aber zum Beispiel auch für Videokonferenzen benutzt. Bei dieser Art der Kommunikation sprechen die Endgeräte direkt miteinander. Peer-to-Peer bedeutet, dass die Kommunikationspartner gleichberechtigt sind, während es bei Client und Server ja klar verteilte, sehr unterschiedliche Rollen gibt. Bei der Peer-to-Peer-Kommunikation hat man zwei mehr oder weniger gleichwertige Partner und es ist bei einer Videokonferenz relativ offensichtlich, warum da beide mehr oder weniger gleichberechtigt behandelt werden möchten, auch wenn vielleicht der eine etwas erweiterte Rechte in Form von Moderationsmöglichkeiten haben soll. Auch solche Konferenzen laufen häufig über Server, aber es gibt da durchaus diese Alternative, die insbesondere verhindert, dass irgendwo ein Server überlastet werden könnte, wenn viele solcher Konferenzen gleichzeitig laufen. Wenn wir auf eine Webseite zugreifen wollen, nutzen wir, wie wir gerade schon gesehen haben, unsere Webbrowser, um auf den Webserver zuzugreifen. Auf diesem sind HTML-Dokumente gespeichert und auch andere Dateien, wie zum Beispiel Bilder, Stylesheets und noch so einiges anderes. Dafür hat man ursprünglich das HTTP in seiner Version 1.0, später dann in der Version 1.1 verwendet. Mittlerweile ist es allerdings aus Sicherheitsgründen üblich, dass wir verschlüsselt kommunizieren. Das verschlüsselte Äquivalent zu HTTP heißt HTTPS. Das S am Ende steht für Secure. Dabei heißt Secure nicht wirklich sicher, aber zumindest abgesichert und insbesondere verschlüsselt, was zumindest sicherer als unverschlüsselt ist. Bei unverschlüsselten Verbindungen sollte man immer sehr vorsichtig sein, welche Daten man dort preisgibt. Wo immer Benutzer sich anmelden müssen, ein Passwort eingeben, Bankdaten angeben und so weiter, sollte eigentlich immer HTTPS verwendet werden. Das ist leider noch nicht sehr lange selbstverständlich, aber die starke Verbreitung verschlüsselter Verbindungen ist einer der Effekte, die die Europäische Datenschutzgrundverordnung herbeigeführt hat, weil man ziemlich sicher gegen deren Regeln verstößt, sobald man personenbezogene Daten nicht gut genug absichert. Ganz unten zeige ich auf dieser Folie einen kleinen Ausschnitt aus der Adresse einer euch wohlbekannten Webseite. Dort sieht man, dass hier das Protokoll HTTPS verwendet wird. Gucken wir uns die Adresse dieser Webseite noch einmal komplett an. Das ist das obere der beiden Beispiele hier auf der Folie. Diese Adresse ist gemäß einer bestimmten Form angegeben, die die Webseite weltweit eindeutig identifiziert. Es handelt sich hierbei um einen Uniform Resource Identifier, kurz URI. Im World Wide Web wird eine spezielle Form dieser Identifier verwendet, die man Uniform Resource Locator, kurz URL, nennt. Dieser beginnt mit dem sogenannten Schema, das in der Regel das verwendete Protokoll bezeichnet, hier also HTTPS, gefolgt von einem Doppelpunkt und zwei Schrägstrichen. Daran schließt sich der Name des Servers an, auf dem sich die Ressource, in diesem Fall die zu besuchende Webseite, befindet. Hier der Server www.unipaderborn.de. Dies ist der Host, den wir eben schon in dem Protokoll gesehen hatten. Es folgt dann der Pfad zu einem Ordner innerhalb des Wurzelordners auf dem Server. Und zuletzt, so hatte ich eben gesagt, müsste hier noch ein Dateiname stehen, nämlich von derjenigen Datei, deren Inhalt abgerufen werden soll. Hier aber endet die Adresse mit dem Namen des Unterordners Medienwissenschaften Bachelor und es folgt kein Dateiname. Da gibt es dann eine stillschweigende Übereinkunft, dass, wenn sich in diesem Ordner eine Datei befindet, die index.html heißt oder wie ihr im kommenden Semester noch lernen werdet, auch index.php, diese automatisch ausgeliefert wird. Würden wir also hinten an den Wurm noch index.html anhängen, würde in beiden Fällen die gleiche Seite adressiert und vom Server ausgeliefert. Wir gucken uns das noch einmal in groß an. So sieht das dann also aus, wenn wir diese Adresse aus dem Beispiel oben in die Adresszeile unseres Browsers eingeben. Dann käme entsprechend eben diese Seite zurück, von der wir hier natürlich nur einen kleinen Ausschnitt sehen. Wie eben schon gesagt, beschränken wir uns hier auf einfache Webserver, bei denen jede Webseite als Datei irgendwo auf dem Server liegt. Häufig werden Webseiten aber auch dynamisch generiert. Wir werden im Rahmen dieser Vorlesung auch dafür Konzepte vorstellen. Sie werden ein sehr wichtiger Teil dessen sein, womit wir uns hier beschäftigen werden. Aber wir werden die Serverseite hier gewissermaßen nur simulieren. Wir werden bei dem, was wir hier machen, immer lokal auf unserem eigenen Computer arbeiten und dafür das Schema File anstelle des Schemas HTTP oder HTTPS verwenden. Aber das kriegen wir später. Daher wird sich auch die Dynamik unserer Webseiten lediglich auf unserem Computer, genauer gesagt sogar ausschließlich im Client, abspielen. Daneben kann auch ein Server Webseiten dynamisch generieren. Dann liefert dieser den eigentlichen Inhalt der Webseite nicht als Datei aus. Vielmehr wird dann in dem Moment, in dem jemand diese Webadresse, also diesen Uniform Resource Locator, aufruft, auf dem Server ein Prozess angestoßen, der die Webseite passend zusammenbaut und dabei speziell für diesen Aufruf die Inhalte generiert. Das geschieht schon bei einer einfachen Suchanfrage bei der Suchmaschine eurer Wahl, denn das Suchergebnis sollte ja spezifisch für die Suchanfrage geliefert werden. Auch wenn ihr beispielsweise Panda nutzt, passiert dies, was spätestens dann klar ist, wenn ihr euch bei Panda angemeldet habt und dort die von euch belegten Veranstaltungen, die für euch bestimmten Nachrichten seht. Die Adressen haben dann häufig eine etwas andere Form, wie das unten auf dieser Folie zu sehen ist. Diese Adresse ist die Einstiegsseite für unseren Kurs, https://panda.unipaderborn.de.
Dahinter steht hier Course und dann View.php, gefolgt von einem Fragezeichen und irgendetwas dahinter. Dieser scheinbare Pfad entspricht möglicherweise, aber nicht unbedingt einem Pfad auf dem Server. Ob das so ist, müssen wir als Nutzer auch gar nicht wissen. Und ohne hier auf die Details einzugehen, die derjenige kennen sollte, der den Server betreibt oder zumindest derjenige, der ihn entwickelt hat und betreut, will ich zumindest sagen, dass es sich bei dem View.php um ein Programm handelt, ein Stück Software, das dafür zuständig ist, die Webseite geeignet zusammenzubauen. In diesem Fall also nicht irgendeine Kursseite, sondern die Seite zu genau unserem Kurs. Solche sogenannten PHP-Skripte werden wir in diesem Semester nicht behandeln. Sie werden das Thema des nächsten Semesters sein. Wichtig ist hier noch der allerletzte Teil hinter dem Fragezeichen. Dort steht ID gleich 42.508. Dies stellt eine Eingabe für das Skript dar, einen sogenannten Parameter, der den Kurs auf dem Server eindeutig identifiziert, sodass die richtige Kursseite vom Server ausgeliefert werden kann. Was passiert nun, wenn wir eine Webseite aufrufen wollen? Nun, wir geben in die Adresszeile unseres Webbrowsers die Adresse der Seite ein, die uns interessiert. Der Webbrowser schickt dann eine Anfrage los und teilt dem Server mit, diese Adresse hier hätte ich gerne. Wie diese Anfrage aussieht, haben wir eben schon auf einer Folie gesehen. Er bastelt eine Anfrage gemäß dem Protokoll zusammen, versieht sie mit einem GET-Befehl, der Adresse des Servers und dem Pfad zu der gewünschten Datei. Dann garniert er das mit einigen Zusatzinformationen und schickt das Ganze an den Webserver. Dieser empfängt diese Daten und muss jetzt natürlich in der Lage sein, das zu interpretieren. Auch da läuft ja, wie gesagt, ein Programm, denn ein Webserver ist ein Programm, ein Dienst, keine Maschine. Wie dieser Dienst dann vorgeht, war in dem Video aus der Sendung mit der Maus gut erklärt. Er nimmt die ihm zugesandte Adresse auseinander und schaut, was denn nun zurückgeschickt werden muss. Das kann im einfachsten Fall eine einzelne Datei sein. Es kann aber auch sein, dass ein komplexer Prozess angestoßen wird und irgendwelche Dateien jetzt speziell gewissermaßen on demand zusammengebaut und dann zurückgeschickt werden. Was immer der Webserver dann zusammengebaut oder bei sich aus einem bestimmten Ordner geholt hat, schickt er dann wieder mittels HTTP oder HTTPS zurück an den Client, der die Daten angefragt hat. Im rechten Teil dieser Folie sehen wir, wie der Datenverkehr in diesem Fall aussieht. Wir schicken die Anfrage raus, der Webserver bearbeitet sie, entweder kann er direkt eine Datei herausgeben oder fragt eine Datenbank an oder ähnliches und schickt dann eben die gewünschten HTML-Dokumente, also Webseiten, Bilder, Stylesheets oder was auch immer, zurück. Das ist der traditionelle Ablauf, wie er im World Wide Web ursprünglich aussah. Hier oben sind wir mit unserem Webbrowser als dem Client, in der Mitte ist das Internet, die große Wolke und unten ist der Server dargestellt. Auf diesem Bild, das ich aus der Wikipedia entnommen habe, sieht man, wie in diesem klassischen Modell die Kommunikation stattfindet. Wir fragen etwas an, wir kriegen eine Seite zugeschickt, wir fragen erneut etwas an, kriegen wieder eine Seite zugeschickt und so weiter. Dabei wird uns immer eine komplette Webseite zugeschickt. Das ist etwas, das ihr zum Beispiel aus Paul kennt. Dort wird das genauso gemacht. Wann immer wir irgendwo hinklicken, wird eine neue Webseite geladen. Viele moderne Systeme gehen hier aber anders vor. Das ist etwas, das wieder weit über das hinausgeht, was wir in dieser Vorlesung hier behandeln werden. Als einen kleinen Ausblick, als Sneak Preview auf das, was in den kommenden Semestern noch behandelt wird, möchte ich das aber hier schon einmal kurz erwähnen. Dabei laufen dann auch im Webbrowser schon vor dem Versand der Anfrage viel komplexere Sachen ab. Eine Vorverarbeitung mit Hilfe von JavaScript und eine Anfrage an den Server über eine Technologie namens Asynchronous JavaScript and XML, kurz AJAX. Dabei muss dann nicht immer eine komplette Webseite geladen werden, sondern es können auch einzelne Teile einer Webseite geladen werden. Dies wird häufig verwendet, um Anwendungen im Netz zu verwenden, also Programme, die wir nicht auf unserem Computer installieren müssen, sondern als Webanwendungen im Browser verwenden. Beispielsweise so etwas wie Google Docs, aber auch in Panda finden wir das an vielen Stellen. Mit solchen Dingen werden wir uns hier in dieser Vorlesung nur ein ganz kleines bisschen beschäftigen, vor allem aber werden wir die Grundlagen dafür legen. Denn auch die gerade beschriebene Technologie beruht auf JavaScript. Und JavaScript wird ein ganz wichtiger Teil dieser Vorlesung sein. Das soll es als kurzer Einblick gewesen sein in das Thema HTTP, also zum Hypertext Transfer Protocol und seine verschlüsselte Variante HTTPS. Tschüss, bis zum nächsten Video.